Die Scratches, wo ich euch jetzt in den nächsten Videos näher bringen und erklären möchte, sind zum ersten der Baby Scratch. Der Baby Scratch ist der Mutter aller Scratches. Wie schon gesagt, der Grand Wizard Theodore legte durch diesen Scratch den Grundstein für die gesamten nachkommenden Scratch Moves. Dieser Scratch ist ein sogenannter Faderless Scratch. Ihr benutzt dabei keine Fader, den Line Fader sowieso nicht. Ihr benutzt dabei den Crossfader nicht. Das ist einfach ein rhythmisches Vor- und Zurückziehen der Platte. Der nächste Scratch wäre dann der sogenannte Forward Scratch, auch Cutting genannt. Dieser Scratch ist im Grunde genommen ein Baby Scratch mit Einsatz des Crossfaders. Ihr blendet die Vorwärtsbewegung ein, lasst die Platte ablaufen, scratcht sie nicht nach vorne und zieht beim Zurückziehen oder vor dem Zurückziehen noch den Crossfader nach links oder nach rechts, je nachdem, welche Seite ihr jetzt verwendet, und blendet dann so bis zum Anfang des Samples während dem Zurückziehen die Rückwärtsbewegung komplett aus. Das heißt, es entsteht nur ein halber Baby Scratch sozusagen, ein halber hörbarer Baby Scratch. Der nächste Scratch wäre der sogenannte Step Scratch. Im Endeffekt genauso wie der Forward Scratch, nur dass ihr das Sample nicht nach vorne abspielt, sondern nach vorne schiebt. Und dann ganz genau wie beim Forward Scratch die Rückwärtsverbindung komplett mit dem Crossfader ausblendet. Der vierte Scratch wäre dann der sogenannte Military Scratch. Das ist jetzt schon eine Kombination, die aus einem ganz normalen Baby Scratch besteht und einem anschließenden Forward oder Step. Wird dann immer abwechselnd gemacht. Ein Baby Scratch, ein Forward Scratch oder ein Step. Es gibt da verschiedene Varianten. Da bringe ich euch zwei, sagen wir drei, bringe ich euch im Video davon insgesamt näher. Der nächste Scratch wäre der sogenannte Chirp Scratch. Ist auf die Nummer 5 gesetzt bei mir. Dieser Scratch ist im Grunde genommen ein einfacher Baby Scratch, nur dass man die Wechselbewegung zwischen Vorwärts- und Rückwärtsbewegung ausblendet mit dem Crossfader. Dadurch entsteht ein sogenanntes Vogelgezwitscher, was meines Erachtens sehr cool klingt, und es ist auch ein sehr weit verbreiteter Scratch. Also da kann ich nur empfehlen, bei diesem Scratch dran zu bleiben, da werdet ihr viel Freude dabei haben. Der nächste Scratch ist dann der sogenannte Tier Scratch. Da gibt es auch viele Variationen dieses Scratch. Ich zeige euch aber nachher im Video bei der Nummer 6 die klassische Tier-Variation. Das heißt eine Vorwärtsbewegung, zwei Rückwärtsbewegungen. Heißt, im Endeffekt ist es ein ganz normaler Baby Scratch. Nur beim Zurückziehen der Platte stoppt ihr bei der Mitte des Samples einmal kurz und zieht dann nochmal bis zum Anfang des Samples zurück. Das heißt, es entstehen dann drei Töne. Der Scratch ist auch ein sogenannter Faderless Scratch, weil wir dabei den Crossfader nicht benutzen. Der nächste Move ist dann auf die Nummer 7 gesetzt. Es ist eigentlich so her gesehen kein Scratch an sich, sondern es ist mehr eine Technik, mit dem ihr eure Scratches ausführt, sagen wir mal so, oder eine Bewegung. Ihr macht jetzt zum Beispiel einen Baby Scratch und fadet diesen ganz langsam mit dem Line Fader hoch und runter oder macht einen Tier Scratch. Am besten sind dafür die Faderless Scratches geeignet, und das ist einfach der Hauptgrund bei dieser Technik dabei ist, dass ihr eure Scratches up und down fadet. Das muss jetzt nicht immer im Takt sein, so und so, sondern das könnt ihr beliebig machen nach Gefühl. Ich zeige euch das dann im Video, wie ihr das am besten dann ausführt. Beim nächsten Scratch sind wir dann schon bei einem eher artistischeren und audiovisuellen Leckerbissen angelangt. Das ist der sogenannte Transformer Scratch. Ja, der ist schön anzuschauen und hört sich auch recht interessant an, werdet ihr im Video Nummer 8 dann sehen. Und Prinzip des Scratches ist, ihr macht einen Baby Scratch und unterbrecht während dieser Bewegung den Sound durch beliebig oftes Klicken des Crossfaders. Das heißt also, quasi wird ein Stottern erzeugt des Sounds oder eine richtige Unterbrechung herbeigeführt. Als nächstes kommen wir jetzt zum Crab Scratch. Das ist ebenso wie der Transformer eine sehr beliebte DJ-Technik bis heute.
Die ist auch sehr oft weiterentwickelt worden. Und im Endeffekt ist die auch sehr, sehr artistisch und audiovisuell anzuschauen und soundtechnisch zu genießen, wie jetzt der Transformer auch. Also da sind wir jetzt schon in den artistischeren Bereichen des Scratchings angelangt. Das ist im Endeffekt ein Baby-Scratch, den ihr wie beim Transformer unterbrecht, aber mit einer anderen Fingerbewegung. Und zwar mit einer sogenannten Federbewegung der Finger, die ich euch nachher im Video erklären werde. Der nächste Scratch und der letzte, den ich euch dann jetzt hier in dieser Lektion erklären werde, ist der sogenannte One-Click-Flare, der entstammt aus der Familie des sogenannten Flare-Scratches, von DJ Flare erfunden und eingeführt. Der Scratch hört sich sehr, sehr spektakulär an, da ihr euch das so vorstellen müsst, dass der Sound zerschnitten wird und ihr daraus mehrere Soundteile schnell danach erzeugt und das auch so deutlich hörbar wird. Glaubt mir, das hört sich sehr verrückt an und sehr abgefahren. Da werdet ihr viel Spaß damit haben, so wie es ich früher hatte und heute auch immer noch so damit habe. Der Scratch besteht daraus, dass ihr während einem ganz normalen Baby-Scratch die Vorwärts- und die Rückwärtsbewegung kurz in der Mitte einfach ausblendet und sozusagen dann den Sound einfach zerschneidet. Daraus ergeben sich dann bei einer Vorwärtsbewegung zwei Soundteile und bei einer Rückwärtsbewegung zwei Soundteile. Das heißt also, ihr habt jetzt in einer Vorwärts- und Rückwärtsbewegung insgesamt vier neue Soundteile erzeugt und das hört sich, wie gesagt, sehr abgefahren an. Hier haben wir jetzt eine grafische Darstellung der 10 Scratches, die ich euch im Einzelnen erkläre. Angefangen vom Baby Scratch bis zum One-Click-Flare. Und dieser Strich nach oben ist die Vorwärtsbewegung, dieser Strich nach unten ist die Rückwärtsbewegung. Eingesetzt wird immer auf den ersten Beatschlag. Ihr könnt das aber auch auf den zweiten, dritten, vierten machen, aber das macht man erst später. Bleibt da bitte erst so dabei, dass ihr immer auf die 1 einsetzt, so lernt ihr das am besten. Hier ist zum Beispiel diese Kringel, was ich jetzt hier gemalt habe. Das ist zum Beispiel, hier haben wir bei diesem Scratch die Rückwärtsbewegung ausgeblendet, bei diesem genauso. Und hier ist es so, dass es eine Kombi ist aus zwei verschiedenen Scratches und da auch hinten die Rückwärtsbewegung ausgeblendet ist. Hier haben wir einen Scratch, da ist die Überblendung ausgeblendet zwischen Vorwärts- und Zurückziehen. Hier haben wir einen Scratch, da ist hier ein Stopp in der Mitte bei der Rückwärtsbewegung. Das hier ist ein Scratch, wo der Line Fader mit einbezogen wird, dass dieser Pfeil hier nach oben und nach unten, der soll der grafisch den Line Fader darstellen. Hier bei diesen beiden Scratches seht ihr an den Querstreifen hier, dass da der Crossfader geschlossen wird. Und hier ist das genauso, hier wird der mittig geschlossen. Fangen wir an mit dem Baby Scratch. Grafisch dargestellt hier ist die Vorwärtsbewegung und die Rückwärtsbewegung. Eingesetzt wird immer auf den Downbeat, das ist der erste Schlag in eurem Takt. Geht bitte am Anfang immer auf die 1, ihr müsst nicht immer auf die 1 gehen, wie gesagt, aber am Anfang ist es definitiv besser so und so ist die Musik eben auch aufgebaut. Wir haben das jetzt hier so aufgezeichnet, dass wir die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung innerhalb eines Beatschlags ausführen. Das heißt also einmal nach vorne, einmal zurück in einem Beatschlag. Ihr müsst das aber nicht jetzt auf jeden Beatschlag genauso machen, sondern ihr könnt das auch in die Länge ziehen oder auch noch verkürzen. Also das wird aber nachher im Video dann erklärt. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass dabei nicht der Crossfader benutzt wird, sondern es ist ein reiner Scratch mit der Platte, ja, wo der Crossfader nicht mit benutzt wird. Vorwärts-Scratch ist als nächstes dran. Da seht ihr hier, die Vorwärtsbewegung wird ganz normal ausgeführt und die Rückwärtsbewegung wird komplett ausgeblendet. Step-Scratch. Im Prinzip dasselbe wie ein Vorwärts-Scratch. Seht hier, die Vorwärtsbewegung ist ganz normal
ausgeführt und die Rückwärtsbewegung wird genau wie beim Forward-Scratch ausgeblendet. Der Unterschied zwischen dem Forward und dem Step ist eigentlich sehr gering. Ihr lasst jetzt hier bei der Vorwärtsbewegung euer Sample nicht abspielen, sondern schiebt das, scratcht das nach vorne. So, kommen wir zur ersten Kombination unserer Scratches. Das wäre der sogenannte Military Scratch. Er macht einen ganz normalen Baby, vor und zurück. Und dann macht ihr entweder einen Forward oder einen Step Scratch. Ganz wichtig dabei, beim Step und Forward, wie gelernt, die Rückwärtsbewegung ausblenden. So, nun kommen wir zum sogenannten Vogelgezwitscher-Scratch. Das ist der Chirp. Das ist im Endeffekt ein ganz normaler Baby-Scratch, vor und zurück, aber ihr blendet den Wechsel zwischen vor und zurück fast ganz aus. Also je nach Gefühl werdet ihr früher schon ausblenden. Die Theorie des Scratches liegt eigentlich darin, dass ihr den Fader dazu benutzt, um nur direkt diese Überblendung auszublenden. Aber aus meiner eigenen Erfahrung habe ich das festgestellt, dass das ab und zu mal doch so vorkommen kann, dass man davor schon das einfach ausblendet und danach dann wieder einblendet, dass da einfach ein bisschen mehr fehlt. Aber das spielt keine Rolle, weil das ist so gering, das gibt dasselbe Vogelgezwitscher. So, jetzt sind wir beim Tier-Scratch angelangt. Das ist im Endeffekt ein Baby-Scratch nach vorne und ein Baby-Scratch nach hinten. Nur, ihr stoppt in der Mitte eurer Rückwärtsbewegung die Platte ganz kurz und zieht sie dann zurück bis zum Anfang des Samples. Bei diesem Scratch wird der Crossfader nicht verwendet. Das ist ein reiner Scratch an der Hand. Kommen wir nun zu den Fades. Da könnt ihr ein bisschen damit rumspielen. Dieser Pfeil nach oben und nach unten soll den Line Fader darstellen. Das heißt also, er macht jetzt abwechselnd einen Baby Scratch oder auch einen Tier und fadet den in verschiedenen Geschwindigkeiten nach oben und nach unten. Je nachdem, da gibt es mehrere Möglichkeiten, das werde ich euch nachher im Video dann zeigen. Bei den klassischen Fades wird der Crossfader nicht mit benutzt. Beim Transformer angelangt, ein spektakulärer Scratch. Ja, da geht es so los, dass ihr mit geschlossenem Crossfader startet und hier während eurer Vorwärtsbewegung immer den Sound unterbrecht, indem ihr öffnet und schließt. Das ist hier so ganz kurz, hier öffnet und schließt ihr ganz, ganz kurz bei der Vorwärts- und bei der Rückwärtsbewegung. Ausgangsposition ist, wie gesagt, der geschlossene Fader und das ist auch eure Endposition. Ihr könnt das aber auch später mit der offenen Variante machen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten auch, aber klassisch dargestellt wie hier wäre das so wie gerade eben beschrieben. Crab Scratch. Selbe Prinzip wie Transformer, nur da kommt es auf die Federbewegung der Finger an, die ich euch nach dem Video zeige. Und wie gesagt, selbe Prinzip wie beim Transformer, dass ihr den Sound hier unterbrecht durch die Klicks. Der letzte Scratch, den ich euch zeige, ist der sogenannte One-Click-Flare. Da haben wir hier eine ganz normale Vor- und Rückwärtsbewegung, aber jetzt sind die Klicks anders, sondern die setzen wir jetzt nicht wie beim Transformer und beim Crab hier so nacheinander bei einer Bewegung, sondern wir machen nur eine Bewegung und zwar in der Mitte bei einer Vorwärts- und einer Rückwärtsbewegung. Damit zerschneidet ihr den Sound und das klingt sehr, sehr cool. Ich habe euch jetzt 10 Scratches gezeigt und ich bin der Meinung, dass wir da ein gutes Paket geschnürt haben. Mit diesen 10 Scratches seid ihr schon sehr gut bedient. Wir fangen ganz unten an und gehen dann schon fast oder sogar in die Advancement-Richtung. Ich bin der Meinung, dass wir da schon in der Advancement-Richtung sind, also im sogenannten fortgeschrittenen Bereich für Scratch-Techniken. Und genau, richtig. Es gibt natürlich auch mehr Scratch-Techniken, viel, viel mehr. Es gibt zig Kombos, noch mehr Scratch-Techniken von
simplen Techniken bis richtig abgefahrene und ja, sogenannte Spiegel-Scratches auch. Da müsst ihr zum Beispiel eine Bewegung dann wieder andersrum machen, an der Platte zum Beispiel oder am Crossfader. Und ja, das ist dann der Advancement-Bereich. Wenn euch das interessiert, da könnt ihr gerne mal googeln oder euch schlau machen. Es gibt da auf jeden Fall sehr viel noch im Angebot. Viel Spaß beim Üben. Macht was draus und ihr werdet belohnt. Fleißig üben. Auflegen mit Erfolg. Ihr bekommt Erfolg. Ciao.